Yes, I'm ready. Okay. So, viewers all over the world. Zuschauer in der ganzen Welt. Thank you for tuning in. Danke, dass ihr wieder dabei seid. This is your prophet. Hier ist euer Prophet. Julius Okiegbunam. Julius Okiegbunam. Today is our second day in our fasting week. Heute ist unser zweiter Tag in der Fastenwoche. We continue tomorrow. Und wir machen morgen weiter. Up till Sunday. Bis Sonntag. And on Sunday. Und am Sonntag. We're gonna have a feet washing service. Da haben wir ein Gottesdienst mit Fußwaschung. We want each and every one of you to be a part of this very feet washing service. Wir möchten, dass jeder von euch Teil dieser Veranstaltung sein wird. The Bible spoke about water and it spoke about the oil. Die Bibel spricht über Wasser und über Öl. The Bible said in the book of Matthew chapter 6, in Matthäus 6 steht from geschrieben, verse 16 and 17, ab Vers 16 und 17, let's read the scripture. Lass uns das mal lesen zusammen. Let's go to the book of Matthew, chapter 6. Matthäus 6. From verse 16 and 17. Ab 16 und 17. Very wonderful word. Es ist ein wunderbares Wort. Hallelujah. So, and I read. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou fastest, anoint thy head and wash thy face. Anoint thy head and wash thy face. Praise the Lord. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausgezahlt. Wenn ihr fastet, dann pflegt dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Halleluja. When we fast, the Bible instructed us. Die Bibel sagt, wenn wir fasten, we shall anoint our head, wir sollen unser Haupt salben, and wash our face. Und wir sollen unser Gesicht waschen. Which means oil and water is very important during fasting. Das bedeutet, Öl und Wasser hat eine besondere Bedeutung während der Fastenzeit. Very, very important during fasting. Das ist sehr wichtig in der Fastenzeit. When you anoint yourself, you refresh yourself. Wenn du dich selbst salbst, dann erfrischst du dich. And when you wash yourself, you or apply water or drink some water, you gain more strength. Und wenn du dich selber wäschst, dann gibst du dir mehr Kraft. So, what are we considering today? Was betrachten wir heute? Why do we fast? Warum fasten wir? And the subtitle is, und der Titel ist, to build our faith. Unseren Glauben bauen. To build our faith. Unseren Glauben aufbauen. To make our faith very strong. Unseren Glauben stark machen. You know, there are many things in the world that does not want us to hold on to our faith. Es gibt viele Dinge, die nicht wollen, dass wir an unserem Glauben festhalten. Because we live in the world where there are many challenges. Wo es viele Probleme gibt. The things that want to pull down your faith. Es gibt Dinge, die wollen dein Glauben niederdrücken. The things that does not want you to be strong on the inside. Es gibt Dinge, die wollen nicht, dass du stark bist. So you need to be strong in the inside to conquer the outside. Du musst stark werden im inneren Menschen, damit du die äußere Welt überwinden kannst. But this very early morning today, aber heute Morgen, I was asking the Lord a question. Da habe ich dem Herrn eine Frage gestellt. And I asked him,
Und ich fragte ihn, why do men like bad news? Warum mögen Menschen schlechte Nachrichten? Why do men are very interested about bad news? Warum mögen Menschen schlechte Nachrichten? People like to share bad news than sharing the good news. Menschen mögen lieber schlechte Nachrichten verbreiten als gute Nachrichten. But when you fast and put yourself under the control of the Holy Spirit, wenn du aber fastest und du legst dich unter die Kontrolle des Heiligen Geistes, you will no more have the itching ears to hear bad news. Dann wirst du nicht mehr diese Ohren haben, schlechte Nachrichten zu hören. The Bible spoke about in the book of 2 Timothy. Die Bibel spricht im 2. Timotheus, that men like to hear bad news, dass Menschen es gerne haben, schlechte Nachrichten zu hören, than hearing the good news. Sie mögen es lieber als gute Nachrichten zu hören. It is my prayer, es ist mein Gebet, that you would like to hear good news instead of hearing the bad news. Dass du es lieber magst, gute Nachrichten zu hören als schlechte. That is my prayer. Das ist mein Gebet. And I believe God. Und ich glaube Gott. That you would like to hear good news. Dass du es besser findest, gute Nachrichten so zu hören. So in the 2 Timothy chapter 4. Und in 2. Timotheus Kapitel 4. Verse 3 and 4. Vers 3 und 4. The Bible told us something there. Die Bibel sagt uns da etwas. That men have got an itching ear to hear bad news. Dass Menschen ein offenes Ohr dafür haben für schlechte Nachrichten. Bad news is not gonna help you. Schlechte Nachrichten werden dir nicht helfen. But good news is gonna help you. Aber gute Nachrichten helfen so dir. I will urge you, also ich möchte dich dazu ermutigen, to convert to receive or to hear good news. Stell dich darauf ein, gute Nachrichten zu hören. Because of my time, wegen meiner Zeit, I may not have time to explain more. Kann ich nicht weiter da reingehen in dieses Thema. But something happened in the book of Luke, chapter 24. Aber in Lukas Evangelium, im 24. Kapitel, da ist etwas geschehen. Reading it from verse 13 to 35. Lies es ab Vers 13. When Jesus Christ died, als Jesus Christus starb, and he resurrected, und er ist auferstanden. And there were men that were going on the road to Emmaus. Und da waren Menschen, die gingen auf dem Weg zu Emmaus. And while they were going, und während sie gingen, they were so sorrowful. Sie waren voller Leid. Their hearts were so touched. Und ihr Herz war so berührt. And they were so disturbed. Und sie waren so gestört im Inneren. So Jesus saw their heart. Und Jesus sah ihr Herz. And went to them. Und ging zu ihnen. Brothers and sisters, Brüder und Schwestern, there was sorrow in their heart. Es war Leid in ihrem Herzen. They were thinking about Jesus. Sie dachten über Jesus nach. A good man. Einen guten Mann. That was rejected. Der abgestoßen worden ist. By the people that he died for. Von Menschen, für die es gestorben ist. For the people that he loved. Für Menschen, die er geliebt hat. You know, we live in a world, wir leben in einer Welt, that people does not value what Jesus has done for them. In der die Menschen nicht schätzen, was Jesus für sie getan hat. They don't like even what Jesus has done for them. Sie mögen sogar nicht, was Jesus für sie getan hat. But a man that gave his life for somebody, aber ein Mann, der sein Leben hingegeben hat für jemanden, supposed to be loved, sollte geliebt werden, to be cherished. Er sollte geschätzt werden. So Jesus was going, these men were going on the road to Emmaus. Also diese Männer gingen auf dem Weg zu Emmaus. And Jesus saw the love they have for him. Und Jesus sah die Liebe, die sie für ihn hatten. And he went to them. Und er ging zu ihnen. After he resurrected. Nachdem er auferstanden ist. He went to them. Er ging zu ihnen. And he was asking them. Und fragte sie. What are you people talking about? Worüber spricht ihr? And one of them looked at him. Und einer der Männer sagte. And he said to him. Er sagte, are you a stranger in Jerusalem? Bist du ein Fremder in Jerusalem? Didn't you hear what have happened to this very good man? Hast du davon nicht gehört, was passiert ist mit diesem the guten Mann? That healed the sick, der Mann, der Menschen geheilt hat, that resurrected the dead, der Menschen auferweckt hat von den took Toten, care of the poor people, der sich gekümmert hat um die Armen, healed people of many diseases, er hat Menschen geheilt von vielerlei Krankheiten, they killed him. Sie haben ihn getötet. Buried him. Sie haben ihn begraben. So their heart was so disturbed. Und ihr Herz war so gestört. You know, as brothers and sisters all over the world. Als Brüder und Schwestern in der ganzen Welt. If you does not have a heart of Christ.
Wenn du nicht ein Herz Christus hast, you cannot meditate on the things of God. Kannst du nicht meditieren über die Dinge Gottes. I want to urge each and every one of you listening to me anywhere you are in the world. Ich möchte euch alle dazu drängen, alle, die ihr mir zuschaut in der ganzen Welt. When you fast, wenn du fastest, you get closer to God. Kommst du näher zu Gott. Get more revelation about Jesus. Du bekommst mehr Offenbarung über Jesus. The word of God slipped into your heart. Und das Wort Gottes kommt in dein Herz hinein. And you can share the good news. Und du kannst die gute Botschaft verbreiten. But if God is far from you, aber wenn Gott weit entfernt ist von dir, you cannot be able to share the good news. Kannst du die gute Nachricht nicht verbreiten. You cannot. Du kannst das nicht. So when we fast, wenn wir fasten, we have the heart of repentance. Haben wir ein bußfertiges Herz. And we have the heart of righteousness. Und wir haben ein gerechtes Herz. We draw to righteousness. Und wir gehen nach Gerechtigkeit. According to Matthew chapter 5 and verse 6. Genauso wie es steht in Matthäus 5, 6. Our heart long to righteousness. Unser Herz trachtet nach Gerechtigkeit. And this is what I want you to underscore. Und das möchte ich, dass ihr das unterstreicht. When you do this very exercise called fasting, wenn ihr diese Übung macht, dass ihr fastet, your faith begin to grow about Jesus. Dann wird dein Glaube wachsen zu Jesus. About the word of God, your faith begin to grow. Und über das Wort Gottes wird dein Glaube wachsen. You will have time to hear the word of God. Du wirst Zeit haben, das Wort Gottes zu hören. Because your heart is open. Weil dein Herz geöffnet ist. When you fast, wenn du fastest, you remove the excess luggage you have been carrying in your heart. Du, nimmst du alle Hürden weg in deinem Herzen. When you fast, wenn du fastest, you seek the Lord's or the God's wisdom. Dann suchst du nach der Weisheit Gottes. Let's see the book of Acts of Apostles, chapter 14. In Apostelgeschichte 14, lass uns da mal aufschlagen. We're gonna read verse 23. Wir lesen da Vers 23. Hallelujah. Lord, we thank you. Acts chapter 14 and verse 23. Thank you, Lord. Are you there? Yes. Thank you, Father. We honor you. So, I read verse 23. And when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commanded them to the Lord on whom they believed. Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Leiter ein. Für sie fasteten und beteten die Apostel und stellten sie unter den Schutz des Herrn, auf den sie ihr Vertrauen gesetzt hatten. After the fasting and prayer, nachdem sie gefastet und gebetet haben, they chose the elders. Haben sie die Ältesten auserwählt. After the fasting and prayer, nach Fasten und Gebet, that helps you, das hilft dir, to take the right decision, die richtige Entscheidung zu treffen. After the fasting and prayer, nach Gebet und Fasten, that helps you, das hilft dir, to do exactly what God wants you to do, dass du das tust, was Gott von dir erwartet. So I want to encourage you, ich möchte dich ermutigen, that whatsoever you want to do, was auch immer du tun möchtest, is it a business, ist das ein Geschäft, you want to travel, willst du verreisen, seek the face of God. Such das Angesicht Gottes. Let God lead you. Lass Gott dich führen. Let God direct you. Lass Gott dich leiten. So that you will not be frustrated or disappointed. Dass du nicht frustriert und enttäuscht wirst. So I want to encourage everybody listening to me today. Ich möchte jeden ermutigen, der mir heute zuhört. Fasting helps you to build up your faith to serve God well. Fasten hilft dir, dich im Wort Gottes aufzubauen. So you have to learn. Du musst lernen, how to fast. Wie man fastet. Many people say I cannot be able to fast. Viele Menschen sagen, ich bin nicht imstande zu fasten. But as a child of God, weil es ein Kind Gottes, you must learn how to fast. Musst du lernen, wie man fastet. When you fast, wenn du fastest, you gain victory. Dann erreichst du Sieg. When you fast, wenn du fastest, you gain victory. Dann erreichst du Sieg. What do I mean? Was bedeutet das? Your prayer may not be too loud. Dein Gebet ist vielleicht nicht laut. Because your physical body is weak. Vielleicht ist dein Körper schwach. But your prayer carries more power. Aber dein Gebet hat mehr Kraft. You get gain. Du hast mehr Gewinn. When you fast. Wenn du betest. You get victories.
Du bekommst Sieg, when you fast. Wenn du fastest. I remember the book of Esther. Ich erinnere mich an das Buch Esther. The Bible says, die Bibel sagt, Esther called all the Jews to fast for her for 3 days. Esther hat alle zusammengerufen, dass die Juden 3 Tage lang fasten. And Esther said, und Esther sagte, I'm gonna fast. Ich werde fasten. If I perish, I perish. Wenn ich leide, dann leide ich. When you fast, wenn du fastest, it will help you, das wird dir helfen, to overcome the spiritual world, die geistliche Welt zu überwinden, the demonic forces, die dämonischen Kräfte, the powers of the darkness, die Kräfte der Finsternis, the wickedness in the world, die Bosheit in dieser Welt. When you fast, wenn du fastest, the demons will fight you back, dann werden die Dämonen gegen dich kämpfen, because they does not want you to receive what belongs to you, denn sie wollen nicht, dass du das erhältst, was zu dir gehört. But that is the time to challenge every power of the darkness. Aber das ist die Zeit, in der du die Kräfte der Finsternis herausforderst. After the fasting of Mordecai and Esther, nachdem Mordecai und Esther gefastet haben, they were able to stop the plots of Haman. Sie konnten die Pläne Hamans stoppen. Haman wanted to kill every Jew. Haman wollte alle Juden töten. But after the fasting of Mordecai and Esther, nachdem aber Mordecai und Esther gefastet haben, God turned the situation around. Hat Gott die ganze Situation gewendet. So when you fast, wenn du fastest, God turns your situation around. Dann dreht Gott die ganze Situation um. So learn how to fast. Lerne, wie man fastet. Many Christians, viele Christen, they like to talk than fasting. Sie mögen lieber zu reden als zu fasten. But when you fast, aber wenn du fastest, you bring the hand of God closer to your life. Dann bringst du die Hand Gottes näher an dein Leben. When you fast, wenn du fastest, even your physical body, sogar dein physischer Körper, becomes so light, wird leicht. When you eat every day, wenn du jeden Tag esst, you'll be heavy, bist du schwer. You can't climb the steps, du kannst nicht die Treppe hochsteigen. You cannot run, du kannst nicht laufen. You are always very weak, du bist immer schwach. But when you fast, aber wenn du fastest, remember what I'm telling you, erinnere dich, was ich sage. When you fast, wenn du fastest, you are not eating, du isst nicht.